In diesem Diamant hier ist ein Teil von einem toten Mensch. Und ja, ihr habt richtig gehört. Denn man kann aus der Asche eines Verstorbenen so einen Diamanten machen. Und dieser Diamant ist dann auch tatsächlich sehr, sehr viel Geld wert. Da bekommt Menschenhandel ja gleich eine ganz neue Bedeutung. Was? Was? Digga, kannst du nicht bringen. Sind die echt? Ja, die sind echt. Ah, dann kann ich ja meine Oma beim Juwelier... Nein, du kannst deine Oma nicht beim Juwelier verkaufen. Ey, ich habe eine neue Geschäftsidee. Warte!